Ein entspannter Elternteil erzieht Kinder mit weniger Angst und Furcht. Ein entspannter Elternteil erzieht glücklichere, gesündere Kinder und ist glücklicher und gesünder selbst. Ein entspannter Elternteil hat bessere Beziehungen zu eigenen Kindern. Ich zeige dir heute ein paar Tipps aus der Montessori-Pädagogik, die dich zu einem glücklicheren, entspannteren und vielleicht etwas fauleren Eltern verhelfen könnten. Tipp Nummer 1, Selbsterziehungsprozess. Das Kind hat einen inneren Bauplan. Maria Montessori geht davon aus, dass das Wesen des Menschen nach einem inneren Bauplan festgelegt wird. Das Kind wird geboren mit dem Drang zu lernen und zu wachsen. Sein spontanes Bedürfnis, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen, führt zu Erkenntnisprozessen, die seine Persönlichkeit bilden. Das heißt, wir Erwachsene haben eigentlich keinen Einfluss auf die Persönlichkeit unseres Kindes. Der Erziehungsprozess ist im Wesentlichen ein Selbsterziehungsprozess. Montessori spricht vom Kind als dem Baumeister seiner selbst. Aber die Erwachsenen tragen große Verantwortung bei der Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit. Oft stehen die Erwachsenen dem Kind im Weg und dabei merken sie das nicht mal. Wenn das kleine Baby seine Entdeckungen macht und zum Beispiel zum ersten Mal das Gras anfasst, raschen viele Eltern hin und heben das Baby, damit es bloß nicht das Gras anfasst oder gar den Dreck in den Mund nimmt. Die sensorische Erfahrung, die das Kind sammelt, ist unterbrochen. Das Kind ist oft frustriert und fängt an zu weinen. Und oft verstehen die Eltern nicht, wieso das Kind weint und geben ihm zum Beispiel Schnuller. Wir geben dem Baby den Schnuller und vielleicht möchte das Baby in dem Moment was ganz anderes entdecken, anfassen, sehen, erfahren. Wichtig ist da, lieber einen Schritt zurück zu machen, nicht zu stören. Also, der Erziehungstipp Nummer 1 nach Montessori, dem Aufbauprozess des Kindes vertrauen. Das Kind ist der Baumeister seines Selbst. Und diese Aufbauarbeit, was das Kind macht, kann ihm der Erwachsene nicht abnehmen. Das macht das Kind selbst. Der Erwachsene kann auch keinen Einfluss auf Entwicklung bestimmter Charaktereigenschaften nehmen. Im Prinzip kommen die Kinder auf die Welt und die haben bereits ihr Charakter. Unsere Aufgabe ist es, das zu beobachten und zu entdecken und das Kind, so wie es ist, kennenzulernen. Wir können ihn nicht besonders formen. Wir können ihm nur Freiraum geben, diese Arbeit zu leisten und sie selbst zu formen. Tipp Nummer 2, die Arbeit des Kindes. Um sich entspannt zurückzulehnen und das Kind bei seiner Tätigkeit zu beobachten, müssen wir noch einen Grundsatz von Montessori-Pädagogik verstehen. Die Tätigkeit des Kindes, sprich die Arbeit. Montessori spricht von der Arbeit. Wieso ist es so wichtig zu betonen, das Kind spielt nicht, das Kind arbeitet. Alles, was das Kind tut, das ist seine Arbeit. Woran arbeitet er denn? Er arbeitet daran, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Darüber haben wir im ersten Punkt gesprochen. Der ist Baumeister sich selbst und arbeitet an seinem eigenen inneren Bauplan. Viele Eltern sind gleich genervt oder finden das sogar lustig, wenn das Kind plötzlich zum Beispiel ein Waschlappen nimmt und fängt an, die Tische zu reinigen und sauber zu machen und uns nachzuahmen. Da würden sogar einige eingreifen und denken, pfui, den dreckigen Putzlappen dürfen die Kinderhänder gar nicht anfassen und nehmen ihm den Lappen weg. Oder das Kind macht zum Beispiel das Wasserhahn auf und zu und es dauert Ewigkeit, bis er sich die Hände gewaschen hat, weil er bei dem Wasserhahn spielt und das ständig nur auf und zu macht. Einige Eltern finden das lustig. Oder sie sind genervt, ja, das Wasser läuft doch die ganze Zeit und verstehen nicht, dass das Kind in diesem Moment seine Arbeit tut. Die Arbeit nach seinem inneren Bauplan. Wenn wir das begreifen und gar nicht störend oder gar lustig empfinden, können wir einen Schritt zurück machen und das Kind bei dieser Tätigkeit beobachten. Wir können beobachten, wie das Kind seine Finger einsetzt, um bestimmte Dinge zu machen. Wie weit sind seine Finger entwickelt. Wir können das alles in Ruhe beobachten und seine Tätigkeit, seine Arbeit respektieren. Und das war eigentlich der erste Tipp, was ich als frischgebackene Mama beherzigt habe. Das Kind zuerst gut beobachten. Als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich gleich eine Minute Regel eingeführt. Bevor ich sie auf den Arm genommen habe, habe ich sie erstmal bis zu einer Minute beobachtet und abgewartet. Die Neugeborenen bewegen sich ständig im Schlaf. Manchmal quengeln sie, machen Geräusche, lächeln,
Dabei sind sie aber noch am Schlafen. Und wenn wir sie gleich in den Arm nehmen, stören wir diesen Schlaf und wecken sie auf. Deswegen habe ich immer abgewartet und meine Tochter zuerst beobachtet. Das hat wirklich geholfen. Sie hat ganz früh angefangen durchzuschlafen. Und oft konnte sie sich selbst beruhigen und wieder zurück in den Schlaf finden. Diesen Tipp, auf die Geräusche des Neugeborenen nicht gleich zu reagieren, habe ich aus dem Buch von Pamela Druckermann. Und der deutsche Titel ist cool. Warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Und das war eigentlich mein erstes Buch, was ich zur Kindererziehung gelesen habe, damals noch hochschwanger. Heute habe ich dieses Buch wieder erneut gelesen, allerdings in einer zusammengefassten Form. Ich nutze Blinkist. Blinkist ist eine App, die dir ermöglicht, die Bücher in sehr knapper zusammengefassten Form zu lesen. So sparst du enorm viel Zeit. Dabei kannst du andere Aufgaben erledigen, wie Hausarbeit, weil du dir die Bücher auch anhören kannst. Aber schlaflose Nächte sind keine unabwendbare Notwendigkeit. Viele französische Kinder schlafen teilweise schon im Alter von wenigen Wochen nachts durch. Somit kann man sich an das bereits gelesene Buch erinnern oder ein komplett neues Buch kennenlernen. Die prägnanten Aussagen im Blinkist reichen aus, um die Quintessenz der Bücher zu verstehen und zu verinnerlichen. Zusätzlich kannst du dir deinen Horizont erweitern und das nutze ich sehr gerne, weil man Sachbücher aus verschiedenen Kategorien hat. Persönliche Entwicklung, Elternschaft, Beruf und Karriere, Bildung und Wissen, Unternehmertum und so weiter und so weiter und so fort. Mit meinem Rabattcode sparst du 25% auf das Jahrespremium-Abo bei Blinkist und vorher kannst du dir die App sogar 7 Tage lang kostenlos testen und dir so viele Bücher anhören, wie du magst. Und ich empfehle sehr das Buch von Pamela Druckermann, ist sehr einfach und unterhaltsam geschrieben und ist ein toller Einstieg für eine frisch gebackene Mama. Unter Arbeit versteht Maria Montessori zunächst eine intensive Tätigkeit. Nun, die Tätigkeit von uns Erwachsenen und die Tätigkeit von unseren Kindern sind ganz verschieden. Und wenn wir das wissen, werden wir verstehen, wieso die Kinder zum Beispiel 50 Mal die gleiche Tätigkeit machen. Für Erwachsene ist oft die Tätigkeit mit Willensanstrengung, Effizienz und ist ziemlich zielorientiert. Wir haben ein Ziel und wir wollen das erledigen. Wir haben das Ziel, ein sauberes Geschirr zu haben, deswegen werden wir gezielt Geschirr waschen und das schnell und effizient machen. Die Tätigkeit des Kindes ist nicht an ein bestimmtes Ziel gerichtet. Das Kind macht das, weil er gerade Lust dazu hat und er genießt den Prozess. Er hat kein Ziel. Er hat kein Ziel, das Geschirr sauber zu bekommen. Sein Ziel ist, die Tätigkeit zu machen, den Prozess, in diesem Prozess lernt er ganz viel. Das ist seine Arbeit. Der wird wahrscheinlich übersehen, dass ein paar Teller nicht sauber sind oder es gibt Flecken. Aber der genießt diesen Prozess. Er nimmt Schwamm in den Hand, er drückt das aus, er spürt Wasser, er hat sensorische Erfahrungen. All das ist ein großer Prozess und seine Arbeit ist nach innen gerichtet. Unsere Arbeit ist nach außen gerichtet. Wir haben ein Ziel. Ich habe oft beobachtet, wie mein Kleinkind, der war 18 Monate alt, als er aufräumen musste, ne? Wenn wir fertig gegessen haben, ist er nicht den kurzen Weg zur Spülmaschine gelaufen, um seinen Teller da abzulegen, sondern er hat immer einen langen Weg ausgesucht, um die Kücheninsel herum und ist den langen Weg gegangen, weil der Prozess bei ihm war, auch die Bewegung, Bewegungsablauf, zu laufen mit dem Teller in der Hand. Das war seine Arbeit. Sein Ziel war nicht, den Teller zur Spülmaschine zu bringen, sondern der Ablauf an sich war das Ziel seiner Tätigkeit. Typisch auch für die Arbeit des kleinen Kindes ist, dass es nicht den Weg des geringsten Widerstands und zeitsparend, ne, seine Tätigkeit verrichtet und erwartet auch keine Belohnung für seine Tätigkeit. Davon können wir was abschauen. Und es will, was er tun kann, alleine tun. Und da ist auch sehr wichtig, diese Möglichkeit dem Kind zu geben. Und hier kannst du dich wieder zurücklehnen und entspannen. Und wenn du verstehst, was diese Tätigkeit deines Kindes bedeutet, wirst du nicht mehr gleich eingreifen, wenn das Kind Putzlappen in die Hand nimmt, sondern du wirst diesem Kind Putzlappen zur Verfügung stellen. Du wirst diese Prozesse unterstützen wollen. Und wenn du diese Tätigkeit deines Kindes beobachtest, dann weißt du Bescheid, dass er an seinem inneren Bauplan arbeitet und du wirst es wissen, dass seine Tätigkeit kein äußeres Ziel haben muss. Der Tisch muss nicht sauber werden, Geschirr muss nicht sauber werden, er muss nicht unbedingt Socken anhaben am Endeffekt.
Er hat geübt, die Socken an- und auszuziehen und das war seine Tätigkeit und das war das Ziel seiner Tätigkeit, der Prozess. Tipp Nummer 3, vorbereitete Umgebung, sehr groß in Montessori-Welt, wie wir unsere Umgebung vorbereiten. Und hier muss der Erwachsene ziemlich sorgfältig die Umgebung vorbereiten. Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir das machen. Aus der Sicht der entspannten Elternschaft brauchen wir vorbereitete Umgebung, um nicht ständig Nein zu schreien, sobald das Kind irgendwas anfasst oder dem Kind immer hinterher zu laufen, dem kleinen Kind, der gerade angefangen hat zu laufen. Es gibt Eltern, die laufen immer hinter dem Kind und gucken, was es macht. Bloß nicht zur Treppe laufen, bloß nicht irgendeine Schublade aufmachen. Brauchst du alles nicht zu tun. Du brauchst nicht hinter deinem Kind zu laufen. Bereite die Umgebung im Vorfeld sorgfältig vor. Stell sicher, dass es kindersicher ist. Wenn es Ecken und Kanten sich macht, dann Ecken- und Kantenschutz. Schau, dass in unteren Schubladen nichts Verbotenes liegt, was das Kind eigentlich untersuchen kann, in die Hände nehmen kann, seine Entdeckungen machen kann. Die mögen in diesem Alter Schubladen aufzumachen. Leg ihm etwas in die Schublade, etwas Interessantes. Das Kind wird beschäftigt sein und du wirst dich auch entspannen können, Kaffee trinken können und dein Kind bei seiner Tätigkeit beobachten können. Zweiter Punkt, wieso wir vorbereitete Umgebung machen. Wir wollen dem Kind helfen, selbstständig zu werden. Und das ist auch der Leitsatz der Montessori-Pädagogik. Hilf mir, es selbst zu tun. Was bedeutet das? Es ist sowohl für die Kinder als auch für uns Erwachsene vom Vorteil, wenn die Kinder selbstständig werden können. Du musst ja nicht ständig eingreifen und für die Kinder Dinge erledigen, die sie selber machen können. Zum Beispiel, ganz früh können sie sich bereits selber Hände waschen, Gesicht waschen. Sie können sich bereits anziehen, ganz früh. Du musst ihm nur die Möglichkeit geben, zeigen, wie das geht. Klar, am Anfang investierst du Zeit und Aufwand und Geduld, um dem Kind diese Sachen beizubringen oder dem Kind die Möglichkeit und vor allem Zeit, ja, das ist oft heutzutage ziemlich knappes Gut, man rennt die ganze Zeit, vor allem wenn man voll beschäftigt ist und dann aber Kinder hat und die muss man zum Kindergarten bringen, morgens die Zeit zu geben, dass das Kind sich selbstständig anzieht, ist natürlich auch ein Luxus teilweise. Aber wenn du wirst sehen, dass wenn du das am Anfang diese Zeit diesem Kind gönnst, dass du ihm das gibst, wirst du dann später, dein zukünftiges Ich wird dir dankbar sein. Du wirst dich nachher entspannen können, zurücklehnen können, weil dein Kind wird alles selbstständig machen können. Wie ist es möglich? Es ist möglich, indem du die Umgebung entsprechend vorbereitest. Du gibst ihm die Möglichkeit, selbstständig zu sein. Ich habe eine große Wiedergabeliste mit Sachen, Schritt für Schritt, Zimmer für Zimmer, wie du das alles vorbereiten kannst, im Bad, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, so dass dein Kind selbstständig sein kann. Ich werde das unten verlinken. Aber die Möglichkeit, dass das Kind selbstständig um sich selbst kümmert und die Möglichkeit ihm zu geben, dass das Kind sich um seine Umgebung kümmert, sprich Putzlappen zur Verfügung stellen, kleine Gießkanne zur Verfügung stellen, kleine Feger, damit das Kind Krümel aufsammeln kann nach dem Essen und so weiter. All diese Sachen kannst du dem Kind zur Verfügung stellen, damit das Kind aufblühen kann, damit er selbstständig tätig werden kann und selbstständig werden kann. Das ermutigt das Kind sehr. Es hilft sehr dem Kind. Aber auch für dich ist es toll, wenn dein Kind selbstständig ist, nicht wahr? Du kannst dich zurücklehnen und du kannst das Kind natürlich sehr in Haushalttätigkeiten involvieren und je früher, umso besser. Mit 2 Jahren wird das Kind sowieso dir folgen und dabei sein, wo du bist. Dann zeig ihm, was du machst. Involvier ihn in die Prozesse. Er kann in der Küche helfen, er kann bei der Waschmaschine, bei der Wäsche helfen, er kann beim Tischdecken helfen, er kann vielleicht Katze füttern. Solche kleine Tätigkeiten helfen dir, entspannt zu sein und du hast einen Helfer zu Hause, helfen aber auch deinem Kind. Tipp Nummer 5. Freiheit. Das ist auch A und O in der Montessori-Pädagogik. Die Kinder haben eine bestimmte Freiheit, innerhalb von dieser vorbereiteten Umgebung sich frei zu bewegen, das zu tun, was sie möchten. Kinder werden bei der Wahl ihrer Beschäftigung von einem inneren Motiv geleitet.
Das Kind, was seine Beschäftigung alleine wählt, kann somit sein inneres Bedürfnis äußern und befriedigen. Also, gewähr ihm diese Freiheit. Dafür haben wir die Umgebung gestaltet. Hier kann das Kind sich frei bewegen. Du hast ihm vielleicht ein Regal vorbereitet nach Montessori. Dafür spreche ich in diesem Video. Und du kannst ihm die Möglichkeit geben, diese Tätigkeit, was auf diesem Regal liegt, selber auszusuchen. Alleine das zu tun, was er möchte. Er kann sich auch frei bewegen in diesem Raum. Du nimmst dir eine Tasse Tee oder Kaffee, setzt dich hin neben deinem Kind und beobachtest dein Kind. Was tut das Kind? Womit spielt er am liebsten? Wo liegen seine Interessen? Das merkst du dir, damit du deine Umgebung nächstes Mal noch besser vorbereiten könntest. Das Kind kann sich auch frei bewegen. Die Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Oft werde ich gefragt, ich habe meinem Kind Montessori-Regal eingerichtet, alle Aktivitäten präsentiert. Vielleicht habt ihr eins oder andere Videos von mir angeschaut und eurem Kind ähnliche Aktivitäten angeboten. Aber die Kinder von euch spielen nicht damit. Ich bekomme oft solche Nachrichten. Wieso spielen meine Kinder nicht mit diesen Aktivitäten? Die Antwort ist einfach, die Interessen deines Kindes liegen woanders. Wenn du mir schreibst, dein Kind bewegt sich nur von A bis Z, hat kein Interesse, kann keine 5 Minuten am Platz sitzen und irgendwie sich konzentrieren auf bestimmtes Spiel, das bedeutet, das Kind hat Interesse an Bewegung. Und Bewegung ist eine sehr wichtige Aktivität für das Kind, vor allem für das Kleinkind. Die Strukturen der Intelligenz können nur durch konkrete Aktivität gebildet werden, und zwar unter Einbeziehung aller Sinne und größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Mit Hilfe der Bewegung schafft das Kind aktiv die Verbindung nach außen. Und die aktive Bewegung oder Erfahrung mit Bewegung legen Fundament für das abstrakte Denken und für abstrakte kognitive Prozesse. Deswegen ist es in Montessori auch ganz oft, wenn das Kind zum Beispiel Buchstaben lernt, würde Montessori-Pädagoge Buchstaben irgendwo vielleicht auf einem anderen Regal verstecken und das Kind bitten, diese bestimmte Buchstaben ihm zu bringen, weil das Kind in der Bewegung bleibt. Er geht hin, er nimmt die Buchstabe, bringt das zurück. Also es gibt Sandpapierbuchstaben, Montessori. Dabei lernt er enorm. Durch Bewegung verinnerlichen wir bestimmte Prozesse. Das hilft unseren kognitiven Tätigkeit. Deswegen ist es wichtig, dem Kind Freiraum zu geben, dass er in Bewegung bleibt. Vielleicht machst du eine kleine Bewegungsdreieck nach Pickler, ist wunderbar für Kleinkinder, damit man diesen Bewegungsdrang unterstützen kann. Und du gehst regelmäßig mit dem Kind raus. Du erlaubst dem Kind in Bewegung zu bleiben, auch wenn er den Stuhl klettert. Du kannst ihm selber helfen, eine Parcours bauen, ein paar Stühle, Kissen, dass das Kind Bewegung erlebt und somit seine inneren Bedürfnisse nach Bewegung befriedigen kann. Freiheit in Montessori-Pädagogik bedeutet, das Kind hat Freiheit, die Tätigkeit auszusuchen, was er tun möchte, nichts aufzwingen und Freiheit der Bewegung. Und der letzte Tipp, das ist toll bei der Erziehung und es hat auch Verbindung zu positiven Disziplinen, ist auf natürliche Konsequenzen zu setzen. Was bedeutet natürliche Konsequenzen? Das sind die Konsequenzen, die wir nicht erzeugen müssen. Wir müssen das Kind nicht bestrafen für irgendwas, was er nicht gemacht hat, sondern aus seiner Tätigkeit entsteht natürlich eine Konsequenz. Zum Beispiel, wenn das Kind weigert, sich eine Jacke anzuziehen, geht ohne Jacke raus, wird vielleicht ein kalter Wind geben und erkältet sich und am nächsten Tag hat es Schnupfen. Das ist eine natürliche Konsequenz dafür, dass man ohne Jacke rausgegangen ist. Die Kinder lernen aus ganz natürlichen Situationen das Prinzip der Ursache-Wirkung. Wenn ich jetzt gerade nicht mit meiner Familie zusammen esse, habe ich später Hunger. Wenn ich meine Zähne nicht putze, habe ich nachher Karies und muss zum Zahnarzt und meine Zähne werden nicht schön sein. Wer abends nicht ins Bett gehen möchte, ist am nächsten Tag müde und träge und gereizt und so weiter. Also es gibt ganz viele Situationen, wo wir diese natürlichen Konsequenzen haben und die Eltern müssen nicht dabei als Richter stehen und die Strafen dem Kind auflegen, sondern es entsteht auf eine natürliche Art und Weise.
Es gibt noch viel mehr Tipps. Ich mache da ein neues Video daraus. Sag mir bitte Bescheid in den Kommentaren, falls du Interesse hast, weil es gibt so viele Sachen, die man aus einer Montessori-Pädagogik entnehmen könnte und zu Hause anwenden könnte und zu einem glücklicheren, entspannteren Eltern werden kann. Ich hoffe, das war hilfreich. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!